Klassika TV. Ich will Erdnüsse. Outtakes. Herzlich willkommen bei unserem heutigen Teil von Klassika TV. Mein Name ist Dirk Bürt und ich präsentiere Ihnen heute die neuesten Klassiker. Zuerst präsentiere ich Ihnen dieses dreiteilige Klassik-CD-Set. Stellvertretend für die gesamte Klassikzeit haben wir nun für Sie die drei bekanntesten Komponisten rausgesucht. Da haben wir einmal Johann Sebastian Bach, dann haben wir noch... Oh, Moment! Dann haben wir einmal noch Ludwig van Beethoven und zum Schluss noch Wolfgang Amadeus Mozart. Nun wird Ihnen mein Kollege, der Duzen, die erste CD von Johann Sebastian Bach vorspielen. Seid ihr, Alter, ich spitz wie Sau hier, ich schwör, ey! Unseren interessierten Zuschauern wird sofort aufgefallen sein, dass Dirk sich nicht hundertprozentig richtig geäußert hat. Johann Sebastian Bach gilt als der wohl wichtigste Vertreter der Barockzeit und nicht der Klassik. Dennoch hat er einen enormen Einfluss auf seine Komponistennachfolger dieser Zeit gehabt. Doch nun erstmal zu unserer Bach-CD. Bekannterweise war Bach lange Jahre Thomaskantor in Leipzig. Zu seinen Aufgaben damals zählte auch die Komposition von etlichen Kirchenwerken, was die enge Verbindung von Kirche und Musik deutlich macht. So zu hören die H-Moll-Messe, gleichzeitig eines von Bach bekanntesten Stücken. Dieser Messe lag das komplette Ordinarium des lateinischen Messetextes zugrunde. Sie war sehr aufwendig komponiert und umfasste in der Besetzung schon ein Orchester, unter anderem mit Trompeten, Oboen, Violinen und ein Jagdhorn. Der zusätzliche achtstimmige Chor konnte die relativ neuartigen polyphonen Klänge gut zur Geltung bringen. Die Toccata in D-Moll ist ein weiteres typisches und ebenso bekanntes Werk von Bach. Man erkennt hier gut den barocken Zeitgeist wieder. Ein Orgelstück erneut in der Moll-Tonart verfasst, dazu noch schnelle Tonfolgen. Daran erkennt man den Vanitas-Gedanken dieser Epoche sehr gut wieder. Komponisten versuchten zu dieser Zeit häufig das übliche Gedankengut wie die Vergänglichkeit und Tristesse des 30-jährigen Krieges unterzubringen, in diesem Fall durch die Moll-Tonart. Mit dem Tod Bachs wurde die Epoche des Barocks endgültig beendet, obwohl sich schon in der Zeit zuvor ein Umbruch anbahnte. Bach selber wagte schon erste Ausbrüche aus den strikten Vorgaben des barocken Publikums und seine Söhne zählten dann schon als erste Komponisten der Frühklassik. Neben Werken, die auf der CD enthalten sind von Johann Christoph Friedrich, Wilhelm Friedemann und Johann Christian Bach, stelle ich Ihnen als Beispiel ebenfalls auf der CD enthalten eine Sinfonie von Carl Philipp Emanuel Bach vor. Die Sinfonie avanciert in der Klassik neben Streicherquartetten und Solokonzerten zur neuen musikalischen Form. Diese neuen Formen lösen durch ihren eher symmetrischen Klang die Polyphonie des Barocks ab. Dazu gleich noch mehr. Klang ja echt super, da hoffe ich doch nur, dass das so weitergeht einfach. Oh nein, so ein Mist! Verdammte Scheiße, nein! Ja, das war Johann Sebastian Bach. Und jetzt kommen wir zu Beethoven. Also Dute, du bist dran. Mit Beethoven begegnet uns nun der neben Mozart wohl bekannteste Klassikkomponist. Diese zweite CD enthält ausschließlich Werke von ihm, die ich Ihnen nun kurz vorstellen werde. Mit der Klassik wurden ebenfalls italienische Musikbegriffe eingeführt. So kam es zu Änderungen der Lautstärke und des Tempos innerhalb eines Stückes. Wenn man die letzte große Komposition Beethovens anhört, wird einem diese Form sehr deutlich vor Ohren geführt.
Die Melodie steigert sich ganz langsam bis zum Ende hin, an dem zusätzlich noch der Chor einsetzt, der die komplette Sinfonie überschweigen musste. Erneut auf unser erstes Produkt, die CD der Familie Bach, zurückzukommen. Wenn man Beethovens Anfangskomposition mit dem Bachsohn Karl Philipp Emanuel vergleicht, kann man einen ähnlichen Stil wiedererkennen. Es ist auch überliefert, dass Beethoven auf diesen Stil ebenso wie auf dem Mozarts aufbaute. Mit der Zeit entwickelte Beethoven aber zunehmend seinen eigenen Stil. Dies hat er eventuell auch Joseph Haydn zu verdanken. Von seinem Vorbild übernahm Beethoven einige Ideen und nahm sogar Unterricht bei ihm. Besonders markant sind die Emotionen in seinen Werken. Wie bekannt ist, litt Beethoven schon frühzeitig unter Hörschäden und konnte nur noch wenig hören. Seine Kompositionen sind deshalb oft sehr laut aufgeführt worden. Typisch für Beethoven sind die Kraft der Rhythmik, die melodische Expansion, die dynamischen Kontraste, die Deutlichkeit und Prägnanz der Themen und Motive mit deren Verarbeitungen. Duzen. Duzen, darf ich dich eigentlich duzen? Wie ist es? Sind wir schon per Du duzen? Ja, okay, also jetzt kommen wir, das war Ludwig van Beethoven. Und jetzt kommen wir noch zum Schluss, hören wir uns noch ein letztes Mal Wolfgang Amadeus Mozart an. Vielen Dank. Ein Verzeichnis mit 626 einzelnen Kompositionen. Dazu wahrscheinlich noch etliches unveröffentlichtes Material. Das hinterließ uns Wolfgang Amadeus Mozart und dafür sind ihm heutzutage die meisten Menschen sehr dankbar. Wir möchten Ihnen einen kleinen Teil dieses Ausnahmetalents näher bringen mit unserer dritten und letzten CD. Als Vorgänger Beethovens verbrachte Mozart schon als Kind sehr viel Zeit vor dem Klavier, was ihn zum Wunderknaben werden lassen sollte. Er komponierte in allen gängigen Gattungsarten Meisterwerke. In seinen Opern zum Beispiel schuf Mozart eine psychologisch-dramaturgische Charakterzeichnung, die einzigartig ist. In der Zauberflöte kann man dies am Beispiel des Papageno-Papagena-Duett nachvollziehen. Neben dem musikalischen Aspekt wird hier eine sehr intensive Unterhaltung gut inszeniert. Zusätzlich gab Mozart den Bläsern eine gewisse Eigenständigkeit durch den neuartigen Konzertsatz. Unter anderem wegen diesem Aspekt wurden auch die einzelnen Werke länger und umfangreicher. Vergleich Mozart Symphonie Nummer 40. Trotz dessen war jedes seiner Werke individuell geschrieben und nicht mit anderen Kompositionen verbunden. El Prove es sensacional. Get your Pro V and you cut like a pro. Fantastico. Sehr genial. Pro V war kakumätig des. Mit dem Pro V haben Sie endlich einen professionellen Gemüsehobel für zu Hause. Von internationalen Küchenprofis empfohlen. Freuen Sie sich jetzt auf eine neue, fantastische Entwicklung der Schneidetechnik, wo Qualität, Schnelligkeit und Sicherheit einen neuen, bisher noch nie dagewesenen Standard setzen. Profiköche arbeiten damit. Gibt es eine bessere Empfehlung? Die Aufbewahrungsbox ist ganz toll. Man kann sich nicht damit verletzen. Das ist echte Profiqualität. Der überlebt noch die Kinder meiner Kinder. Das war Wolfgang Amadeus Mozart. Und jetzt sind wir auch schon fertig mit unserer Präsentation. Und es sind nur noch 5000 Exemplare. Ah nein, ich höre gerade, nur noch 4998 Exemplare vorhanden. Also bestellen Sie jetzt. Hier ist die Telefonnummer. Bitte rufen Sie an und ja, bestellen Sie. Sie machen das. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Ganz allein fang ich sie mir, ich kenne die Gefahr. Ich streife durch das ganze Land, ich suche weit und breit das Pokémon, um zu verstehen, was mir diese Macht verleiht.